Ich hab's geschafft. Boah, war das knapp. Den auch durchgezogen mit 20 Kilogramm im Gepäck. Das ist nämlich richtig schwer, Freunde. Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Freunde, wir starten jetzt los. Nämlich hat mich Tom Mary, tut mir leid, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, anscheinend in einem Video erwähnt, Freunde. Ihr habt mich darauf hingewiesen, denn er hat den Fitnesstest der KSK in einer Woche bestehen, Fragezeichen gemacht, also Kommando Spezialkräfte, also auch ein Selbstexperiment. Schauen wir da mal rein, Freunde. Also, ihr seht hier, Fitnesstest der KSK in einer Woche bestehen, Kommando Spezialkräfte. Hier, wenn ich drauf bin, ich sehe mich schon. Also, ich bin da mit dem Video, denn, Freunde, er wird wahrscheinlich das Video gesehen haben, KSK, das ich gemacht habe. Ja, hier haben wir schon, boah, what the fuck, 1,2 Millionen Aufrufe hat das Video schon. Was ist hier los? Der härteste Fitnesstest meines Lebens, Kommando Spezialkräfte KSK. Genau, Freunde, holy shit, habt ihr einfach mal 1,2 Millionen, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ehren-Community. Die Sascha Army, egal wo ich schaue, überall ist die Sascha Army vertreten. Nichtsdestotrotz, schauen wir uns das mal an. Er versucht also hier Fitnesstest der KSK-Woche in einer Woche zu bestehen. Ja, das könnte spannend werden, Freunde. Lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt auf uns zukommt. Eine Top-Elite-Militär-Spezialeinheit, ausgebildet für so harte Sachen, dass dieses Video demonetarisiert wird, wenn ich nur daran denken würde, sie auszusprechen. Bestehend aus den härtesten und mutigsten des ganzen Landes, welche für die extremsten Einsätze bis an die Zähne mit Muskeln, Wissen und Taktik bewaffnet sind. Durch einen knallharten Fitnesstest wird jeder Anflug von Schwäche und Durchschnittlichkeit in den eigenen Reihen im Keim erstickt. Oder mit anderen Worten, genau der richtige Schuppen für jemanden wie mich. Was? Ja, hier hat's doch auch geschafft. Das war heftig. Aber war schon heftig. Also, das war extrem heftig hier, der Fitnesstest. Ja. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Ist das Photoshop oder ist das nicht Photoshop? Es sieht hier, als würde es da so reingehen. Sieht ein bisschen nach Photoshop aus. Wenn es nicht so ist, sorry. Aber ich kenne schon ein Video von ihm. Und da, glaube ich, hat er anders ausgesehen. Also hier geht es ja ein bisschen so rein. Wenn nicht, auch kein Ding. Wie gesagt, fühlt euch immer wohl mit dem Körper, den ihr habt. Das ist ja auch meine Devise. Aber ich glaube, könnte das Photoshop sein, Freunde. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten extrem gut gemacht. Extrem gut gemacht. Sollte ich noch ein bisschen trainieren. Ich werde den Test zuerst komplett ohne Training versuchen. Schauen, wie ich abschneide. Dann eine Woche hart. Also wenn ich jetzt schon mal davon ausgehe. Hier haben wir natürlich einen sportlichen Körper. Wird spannend. Trainieren und mich am Ende den Test erneut stellen, um herauszufinden, wie sehr ich mich verbessere und ob ich den Test bestehe. Und so sieht der Fitnesstest aus. Bei Klimmzügen muss man mindestens 5 erreichen. Gut, also das Ding ist ja, Freunde, wir haben ja jetzt seine körperliche Form gesehen. Also er ist etwas dünner, aber auch etwas größer. Jetzt können wir da mal ziemlich gut sagen, was er schaffen wird. Also man kann es im ersten Moment ja auch schon ungefähr sagen. Ich sag mal, Klimmzüge, das sind ja nur 5 Klimmzüge. Aber das dient ja auch bei der KSK. Also der gesamte Test dient ja nur dazu, um halt die ersten auszusortieren. Dann geht's ja erst richtig los. Ja, da dürfen wir keinen Fehler machen. Und die Klimmzüge sind nur mal so ein kleiner Test, so easy peasy, schafft jeder. Das ist mal sowieso das absolute Minimum, Freunde. Also das ist ganz klar. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja. Ich sag mal, Klimmzüge wird er hinbekommen. Er ist jetzt nicht so schwer, hat nicht so viel hochzuziehen, hat auch genügend Muskulatur. Ich sag, die schafft er wahrscheinlich schon am Anfang. Im 4x9 Meter Pendellauf gibt es eine Punkteskala. Unter 10,3 Sekunden gibt es den ersten Punkt und man hat bestanden. 6 Punkte gibt es ab 8,5 Sekunden. Weiter. Ja, also ich glaube hier beim Pendellauf, Freunde, er ist ja auch, wie soll ich sagen, er ist extrem sportlich gebaut, aber ihm fehlt noch ein bisschen so die Sprintmuskulatur, die Explosivkraft. Deswegen wird Pendellauf etwas schwieriger für ihn sein. Dafür, ich weiß ja, da unten kommt noch ein normaler Lauf oder auch ein Marsch. Da wird er dafür sehr gut abschneiden. Das ist jetzt nur mal so meine Idee. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Sieht in 40 Sekunden. Auch da wieder, die Explosivkraft wird ihm, glaube ich, fehlen ein bisschen, aber er wird sie schaffen. Er wird locker 40 schaffen, bin ich davon fest überzeugt, aber vielleicht nicht in dieser Zeit. Da geht's mit mindestens 21 Sit-Ups in 40 Sekunden. Beim Standweitsprung muss man die 195 cm schlagen und er ist ziemlich groß, also das wird er schaffen. Bei Liegestützen müssen in 40 Sekunden mindestens 13 drin. Auch das wird er schaffen, ist nicht zu schwer, hat nicht so viel hochzupushen, aber ist auch gut gebaut. Sein. Innerhalb von 12 Minuten muss man mindestens da wird er super sein. 1750 Meter beim Dauerlauf absolvieren. Den 7 Kilometer Marsch inklusive 20 Kilogramm Gepäck unter 52 Minuten. Das wird schwer, weil die 20 Kilogramm Gepäck sich extrem anhängen. Falls ihr das in meinem Video gesehen habt, Freunde, ich habe wirklich die Soldatenuniform angezogen, bin im Schnee in der Nacht herummarschiert. Es war zu heftig. Wer das Video noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall auschecken. Aber jetzt schauen wir uns nochmal das an, Freunde. Und fürs 500 Meter Schwimmen darf man maximal 15 Minuten brauchen. Wir beginnen mit der ersten, unvorbereitet. Das wird er auch schaffen. Durchführung des Eignungstests. Erste Disziplin, gerade Klimmzüge. Erwartung 5. 5 Klimmzüge sollten kein Problem sein. Wobei man sagen muss, dass 5 schön ausgeführte Klimmzüge definitiv kein Kinderspiel sind. Richtig komplett durchhängen, komplett hier nach oben.
komplett durchhängen, Beine bleiben gestreckt, komplett hoch. Das sind 5 schon extreme Herausforderungen, nicht zu unterschätzen. Er macht sie sehr schön. Perfekt. 5. Bestanden. Bestanden. 2. Disziplin. Auch sehr sauber gemacht. Auch sehr sauber gemacht. Pendellauf. 4x9 Meter. Erwartung unter 10,3 Sekunden. Erreicht 9,81 Sekunden. Was? 9,81 Sekunden. Ja, genau. Bestanden. Aber nur auf jeden Fall bestanden. Mit 2 von 6 Punkten. 6 Punkte. Ah, mit 2 von 6 Punkten, okay, ja. Da gäbe es unter 8,6 Sekunden. 3. Disziplin. Sit-ups in 40 Sekunden. Erwartung mindestens 21. Erreicht 17. Durchgefallen. 4. Disziplin. Standweitsprung. Wie ich es mir so ein bisschen gedacht habe. Das wird er easy schaffen. Erwartung mindestens 1,95 Meter. Ich sag's, er schafft 2,17 oder so. Erreicht 2,16 Meter. Bestanden. Wow. 2 von 6 Punkten. Knapp dran, knapp 5. dran. 5. Disziplin. Liegestütze mit Klatschen in 40 Sekunden. Erwartet mindestens 13. Das ist geil gemacht hier. Richtig geil gemacht. 10. Erreicht 16. Bestanden. Respekt. 2 von 6 Punkten. 6. Disziplin. Müssen wir uns jetzt gut merken, Freunde, denn am Schluss macht das Ganze nochmal nach einer Woche. 5 Minuten Dauerlauf. Erwartet mindestens 1000. Da wird er vorne dabei sein. Ich sag da. 750 Meter. Erreicht 1700 Meter. Durchgefallen. Was? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ist natürlich auch schon heftig, ja. Nicht zu unterschätzen, Freunde. Aber ich dachte, dass er das eher schaffen würde. Naja, aber sehr knapp dran, muss man auch sagen. 7. Disziplin. Ein 7-Kilometer-Marsch mit 20 Kilogramm Zusatzgewicht in unter 52 Minuten. Der ist, ich krieg so hier sowas von Blasen an den Füßen, ey. Es hilft echt alles nicht. Ja, hatte ich auch. Ah. Erreicht wurden 58 Minuten. Durchgefallen. Ja gut, mit den Blasen und dann Schuhe aus und so weiter. Ah, das fühle ich, Tamari. Grüße gehen raus, ganz liebe Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's jetzt schon wieder besser. 8. Disziplin. 500 Meter schwimmen in 15 Minuten. Oh, direkt im See ist ja noch arschkalt. Ich war auch gerade erst drin für das neue Video, Freunde. Arschkalt. Abgebrochen. Aufgrund von Unterkühlungsgefahr müssen wir das für unseren Test leider ausschließen. Ist vielleicht besser so, ja. Mir tut alles weh, ne? Gestern war ich nach dem ersten... Aber das hätte er geschafft. Im Fitnesstest schon K.O. genug, deswegen geht es erst heute weiter mit dem ersten Trainingstag. Ich weiß, dass ich innerhalb von einer Woche keine Muskelberge anhäufen kann, aber um den bestmöglichen Trainingseffekt zu erzielen, werde ich nach einem sehr einfachen Zweiersplit trainieren. Das heißt, ich trainiere täglich und wechsle zwischen 2 Trainingsblöcken ab, wenn man so will. Damit die Muskeln wenigstens einigermaßen Zeit haben, sich zu regenerieren, besteht Block... Jetzt haben wir Latzug, Sprungkraftübungen, sehr gut, Kniebeugen, ja, wird er auch brauchen. 1 aus Rücken- und Beinmuskulatur. Und Block 2 aus Brust, Bauch und Ausdauer. Ich trainiere die Muskelgruppen, die ich für den KSK-Fitness-Test brauche, in leicht abgewandelter Form, damit ich erst am... Klingt nach einem halbwegs sauberen Trainingsplan hier, schaut das Ganze aus. Hab's jetzt nicht genau angesehen, aber sieht eigentlich ganz gut aus, ja? Am Ende des Experimentes sehe, wie mein Fortschritt in den eigentlichen Disziplinen wirklich ist. Heute ist Dienstag, also trainiere ich für die Klimmzüge und aber auch für die Kraft in den Beinen, die ich für den Pendellauf, für den 7-Kilometer-Marsch und aber auch für den Waldsprung brauche. Das mache ich mit Block 1 und der besteht aus 4 Sätze Latzug, und zwar jeweils 8 Wiederholungen, explosive Sprungkraftübungen und Kniebeugen. Ja, sehr gut. Mir tut jetzt schon alles weh. Jede Woche versuche ich, ein cooles Experiment zu machen, indem ich etwas Neues lerne, da ich es liebe, mir selbst Sachen beizubringen. Bei Skillshare findet ihr tausende Klassen. Gut, jetzt haben wir 500. Werbung. So. Am Mittwoch wird für die Ausdauer bei allen Laufdisziplinen trainiert, indem ich im Gelände joggen gehe. Anschließend Brustmaschine und normale Liegestütze, welche mich auf die Liegestützen mit Klatschen vorbereiten sollen. Normale Liegestützen schaffe ich tatsächlich viel mehr als diese mit Klatschen. Ich meine, die sehen zwar viel lustiger aus, aber die sind auch echt viel anstrengender. Am Donnerstag wiederholt sich der ganze Spaß mit Block 1, bestehend aus Latzug, Sprungkraft und Kniebeugen. Nur, dass es diesmal tausendmal schmerzhafter ist, da ich in jedem einzelnen Muskel meines Körpers Muskelkater habe. Ja, das fühle ich, das fühle ich. Ich bin ja jetzt, muss ich schon sagen, da jetzt ein bisschen skeptisch, weil eine Woche fast genau gar nichts ist. Das Ding ist nur, wenn man schon mal trainiert hat, beziehungsweise wenn man mal anfängt, dann lernt man seinen Körper einzusetzen. Der Körper lernt sehr schnell seine Muskulatur besser einzusetzen, der Körper lernt extrem schnell
tendenziell dazu. Das heißt, wenn man mal länger nichts gemacht hat, dann ist das erste Workout noch extrem anstrengend und schon die darauf folgenden hat man extrem krasse Resultate. Warum das so ist, ist ganz klar, weil natürlich der Körper sich auf das Ganze sehr schnell einstellt. Man wird nicht sofort stärker werden. Geht einfach nicht so schnell, aber der Körper wird besser damit umgehen können. Er wird besser darauf vorbereitet sein. Wisst ihr, was ich meine? Also habt ihr sicher schon mal die Erfahrung im Leben gemacht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einmal wandern wart oder was auch immer ihr gemacht habt und das zweite Mal vielleicht plötzlich viel leichter, obwohl ihr jetzt vielleicht noch nicht extreme Muskulatur oder Ausdauer aufgebaut habt. Es ist einfach schon die mentale Einstellung darauf, die mentale Vorbereitung, die natürlich auch eine unglaublich große Rolle spielt. Aber schauen wir mal, was da noch in der Woche rauskommt. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ich muss echt ein bisschen langsamer machen, sonst kriege ich am finalen Test gar nichts mehr hin, weil mir einfach alles viel zu sehr wehtut. Und dann bin ich einfach am Ende noch schlechter als am Anfang. Ja, und das könnte echt passieren, wenn man es zu krass übertreibt. Viel zu trainieren, aber bis zum finalen Test trotzdem genug Pause zu haben, trainiere ich 2 Tage vorher schon 7 Uhr morgens. Perfekt. Der ganze Samstag ist ein Ruhetag, den ich sehr gut sichtlich genieße. Recovery darf auch und sein. Sonntag 16 Uhr ist es soweit. 54 Stunden nach meiner letzten Trainingseinheit steht der finale KSK-Test endlich an. So, ich habe nochmal mega gut gegessen, damit ich jetzt auch richtig Energie habe. Aber ehrlich gesagt habe ich trotzdem noch überall Muskelkater. Naja. Oh, shit. Ja, hilft nichts. Gut, wir starten also mit Klimmzügen. Die hat er letztens gepackt, die wird er auch jetzt definitiv wieder packen. Aber da werden nicht viel mehr drin sein, wenn sie schön ausgeführt sind. Normalerweise, das denke ich halt jetzt, ich kann mich natürlich auch komplett täuschen. Ne? Erste. Eins, zwei, Klimmzüge. Drei, vier, erwartet fünf, sechs, mindestens sieben, fünf. Acht. Ja, gut. Ja, acht. Reicht. Acht, neun. Acht. Ja, perfekt. Schön, dass er auch die nicht so schön mehr nicht mehr erzählt. Perfekt. Acht, krass. Krass. Kann natürlich auch, dürfen wir jetzt nicht vergessen, Freunde, an sehr vielen anderen Faktoren liegen, dass man jetzt plötzlich mehr schafft. Denn dieser Fortschritt wäre natürlich komplett krass, wenn das so weitergehen würde für ein paar Wochen. Dann wären das ja bald schon 20, 30. Aber krass. Bestanden. Verbessert um 3. Also 37% mehr als vorher. Zweite Disziplin. Pendellauf. Erwartet unter 10,3 Sekunden. Stopp. Jawohl. Erreicht 8,68. 8,68. 8,68. Das ist extrem schnell. Das ist extrem schnell, lieber Tomary. Puh. 5 krass. Bestanden. Verbessert um 1,16 Sekunden. Respekt. Respekt. Da mal direkt zu schnell schneller zu werden, da muss man schon mal sagen, Respekt an den Dude. Heftig. Also 12% schneller als vorher. Dritte Disziplin. Sit-ups in 40 Sekunden. Erwartet mindestens 21. Erreicht 27. Bestanden. Verbessert um 10, also 59% mehr. Vierte Disziplin. Wow! Wow! Was ist hier los? Also unglaublich Genetik. Oder du hattest schon mal trainiert in deinem Leben und du hast dann vielleicht mal eine Pause gemacht und beim ersten Mal warst du sozusagen noch ein bisschen eingerostet und hast dann einfach dich auch schön warm gemacht beim nächsten Versuchen, mental gut darauf vorbereitet. So kann ich mir das erklären, weil natürlich hier die Muskulatur auf keinen Fall so schnell reagieren würde. Wobei, ist schon heftig. Ist schon heftig, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, da spielen ja auch viele Faktoren mit ein. Deswegen Respekt. Muss auch eine gute Genetik sein. Standweitsprung. Erwartet mindestens 195 cm. Erreicht. Oh, wow. Ah, der war knapp. 223 cm. Bestanden. Verbessert um 7 cm. Also 3% weiter als zuvor. Das ist doch was. Fünfte Disziplin. Das ist doch was, so ist es. Liegestütze in 40 Sekunden. Erwartet 13. Erreicht. Ah, die sind heftig. Ja, 40 vielleicht, Sekunden. Kleiner Tipp, vielleicht hier ein bisschen aufpassen. Ich meine, es geht noch voll mega in Ordnung, ist auch okay. Nur vielleicht hier den Ellbogen noch ein bisschen weiter nach reinbringen, nur so als kleiner, gut gemeinter Tipp. Aber ist auch so natürlich eine perfekte Übung. Hat man halt ein bisschen andere Belastungen. Und ich glaube, es war für diesen Test auch eher beim Körper, wenn, kann mich jetzt täuschen, natürlich auch. Aber wie gesagt, scheißegal. Erwartet 13. Erreicht. Wie viel war das? 18. Bestanden. Mega! Direkt mal 18. Verbessert um 2. Also 13% mehr. Das fährt schon gut rein, Freunde. Das fährt schon gut rein, das sage ich euch. Okay, jetzt die Disziplin, bei der ich das letzte Mal knapp verloren habe. Nur um 50 Meter. Deswegen bin ich jetzt siegesicher, dass ich das jetzt schaffe, auch wenn mir alles wehtut. Auf geht's. Start. Disziplin 6. 12 Minuten Dauerlauf. Erwartet mindestens 1750 Meter. Stopp! Stopp! Oh. komplett zerstört, der gute Tomary. Oh, eine Pause.
Erreicht 2,19 Kilometer, das ist ein ordentliches Stück. Verbessert um 490 Meter. Mega, mega. Also 29% weiter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen mit dem Dauerlauf. Ist ja vor allem mentale Einstellungssache, wenn du sagst, zieh ich jetzt durch. Und du möchtest es ja auch richtig verbessern. Wenn du den Test nochmal probierst, gibst du ja nochmal mehr Stoff. Deswegen, aber geil. Ich denke, das, was jetzt gleich kommt, wird deswegen umso schwieriger. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen erholt. Mir geht es hier nämlich so besser. Ah, der Marsch. Oh Mann, jetzt kommt der Marsch. Meine Füße tun mega weh. Und jetzt wird marschiert mit dem schweren Rucksack. Wie beim letzten Mal auch, werde ich am Anfang ein bisschen mehr Gas geben. Aber wisst ihr was, Freunde, was mir hier auffällt? Also ich muss sagen, mit der richtigen Kleidung hätte er da hier sicher definitiv noch mehr gepackt. Hier einfach, To Mary, hast du hier einfach einen Gürtel an? Brudi, willst du mich verarschen? Du hast kein Process-Outfit an? Was ist hier los bei dir? Einfach mit dem Gürtel, ist das eine Jeans? Sag mir nicht, dass das eine Jeans ist. Und da trotzdem so eine heftige Leistung rausballern. Oh, da geht mal ein fetter Respekt raus. Ach, mich dann erholen. Disziplin 7. 7 Kilometer Marsch. Erwartet in unter 52 Minuten. Erreicht 51 Minuten und 46 Sekunden. Ich hab's geschafft. Boah, war das knapp. Den auch durchgezogen mit 20 Kilogramm im Gepäck. Das ist nämlich richtig schwer, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Packt mal 20 Kilogramm Rucksack und marschiert mal los. Man muss auch fast die ganze Zeit joggen. 7 Kilometer Marsch. Erwartet. Also, es ist mehr Joggen als Marsch, das Ganze schon. Also, da muss man echt extrem schnell unterwegs sein. Also, boah, der hat sich krass verbessert. Heftig. Und 17 Sekunden. Also 12% schneller. Ey, ich hab's geschafft, ey. Krass. Ich hab's nach einer Woche geschafft. Gerade bei den Ausdauersachen, wie zum Beispiel Joggen und diesem 7-Kilometer-Marsch, war es einfach übertrieben heftig. Gerade da habe ich nach den ersten ein, zwei Mal Joggen schon richtig gemerkt, wie ich einfach nicht mehr so viel Seitenstechen kriege und einfach ein bisschen mehr Luft habe und ich einfach länger, schneller laufen kann und nicht immer direkt in dieses ganz langsame Joggen zurückfallen muss, weil ich sonst einfach sterbe. Aber auch bei diesen Muskelsachen habe ich mich überall zumindest mal ein Stück weit verbessert. Ich denke aber auch, dass wenn ich jetzt so bleiben würde... Ah, ein Stück weit. Brudi, kannst du richtig stolz auf dich sein, dass du hast dich da richtig krass verbessert. Würde, wie ich aktuell bin, wo ich gerade so den Test bestehe, dass ich nicht wirklich lang beim KSK bleiben würde. Ich bin jetzt in der Woche natürlich nicht mega krass. Ja, das Ding ist, das ist ja so der erste Schritt. Und vor allem, wenn man da nicht überall die volle Punkteanzahl hat, kann ich mir gut vorstellen, dass die halt so sagen, ja, kommt man da überhaupt noch rein? Wisst ihr, was ich meine? Also, am besten wäre es natürlich, überall die volle Punkteanzahl zu haben. Ich glaube, das ist mal so die Mindestanforderung für das KSK. Aber wie gesagt, das ist mal der erste Step und dann geht es erst richtig in die Hölle. Das ist sozusagen das Aufwärmen, ja, bei der KSK. Dann, Freunde, wird ein anderer Song gespielt. Krass muskulös geworden, aber meine Muskeln, die sind auf jeden Fall viel einsatzbereiter einfach. Die sind viel mehr auf Abruf bereit, dadurch, dass ich jetzt einfach mehr Sport gemacht habe. Ja, das ist das, was ich vorher meinte, Freunde. Die sind plötzlich einfach einsatzbereit, die Muskeln. Aber das ist schon eine heftige Leistung. Also, lieber Tomary, wenn das alles real ist und du das so richtig so durchgezogen hast, dann musst du wahrscheinlich schon auch mental dich sehr gut darauf vorbereitet haben. Körperlich natürlich sowieso. Vielleicht auch eine sehr gute Genetik haben. Und natürlich bereits fit sein, also fit gewesen sein, ja, und unglaublich, wie du dich gesteigert hast. Also hey, ich hätte gerne deine Genetik, dann müsste ich nicht hier die letzten 13 Jahre immer ins Training gehen. Aber ja, Respekt. Noch mehr da, wenn ich es brauche. Auch wenn ich den Test bestanden habe, zum Beispiel mit 27 Sit-Ups in 40 Sekunden. Für die volle Punktzahl bräuchte man 40. Und ey, keine Ahnung, wer das schafft. Also das ist ja einfach ein Sit-Up pro Sekunde. Und ich habe mir schon so Gas gegeben, wie es nur... Da muss man bam, 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 bam. Und selbst wenn ich noch mehr Kraft... Ihr wisst, wovon ich spreche, Freunde. Bam, 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 bam. Genau so ist es. Oh Mann. Ich hätte es einfach gar nicht so schnell geschafft. Aber Sascha Huber hat es zum Beispiel geschafft. Von dem habe ich auch die Idee zu diesem Video. Checkt gerne mal ab, wie er denn... Ehrenmann. Hat so direkt hier, wie ich sehe, sogar einen Daumen nach oben da gelassen. Was für ein Ehrenmann. Da hat es noch 1,1 Millionen Aufrufe. gibt dir mal direkt mal ein Shoutout. Vielen herzlichen Dank dafür. Grüße gehen raus. Wie er den Test komplett rasiert. Ich mache sowieso ja schon jede Woche eines dieser... Ja, Freunde, könnt ihr gerne auschecken. Video ist hier verlinkt, beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinkt. Experimente, aber ab sofort wird öfter mal ein Video kommen über das, was ich innerhalb von 30 Tagen oder auch mal 90 Tagen schaffe. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert gerne diesen... Ja, Freunde, schaut gerne hier bei Tomary vorbei. Lasst ihn gerne ein Abo da. Also, Tomary, Daumen nach oben ist da, Support ist da. Grüße gehen raus zu dir. Krass, was du da auf die Beine gestellt hast. Krasse Genetik. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Beste Grüße aus Österreich. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.